Das wäre die Palm. Die jüngste Blätter von den Palmen, die frisch noch, die noch nicht aufgegangen ist. Das muss von einem Rabbinat mit Zertifikat, dass es wurde geprüft und kontrolliert. Und von einem Rabbiner mit einem Stempel, dass er das Land Israel verlassen noch. Und eine strenge Kontrolle, sodass man sich darauf verlassen kann. Das ist koscher und nach das religiöse Vorschriften. Gehört zu der Zitrusfamilie, aber weder ein Limon oder eine Zitrone. Es ist eine völlig eine ganz andere Frucht. Also wir sehen da vier verschiedene Sorten von Pflanzen. Aus den Palmen. Er vertretet die Familie die Palmen, die so bekannt in die Heilige Land. Also wir kennen die Dattelpalmen, wir kennen verschiedene Palmen. Und er sollte für diese Bund, diese Strauß, er vertretet die Familie die Palmen. Diese Edel, und ist eine sehr feine, eine aus der, wie gesagt, die Familie die Zitrus, aber er ist völlig keine Zitrusfrucht, sondern er heißt eine Trog. Er vertretet quasi grundsätzlich alle Früchte des Landes Israel und besonders die Familie die Zitrussen, die auch sehr bekannt in Israel, die Orangen, die Mandarinen und so weiter. Er ist eine sehr feine Frucht, er ist eine sehr seltsame und deshalb macht ihn so teuer, weil leider ein normaler Baum produziert ganz weniger. Über 50% der wenigen Früchte, die dieser Baum produziert, sind leider nicht koscher, weil entweder sind sie mit Flecken oder sie sind nicht komplett, sie sind nicht vollständig. Die Warze fällt, dann leider ist das automatisch nicht koscher. Und natürlich, für ganz religiöse Leute, sie achten darauf auf den Form, auf die Farbe. Es gibt unwahrscheinlich viele Gesetze und religiöse Vorschriften. Was ist ein komplett, was ist ein vollständig? Und das ist ein Schmuckstück. Es wird erstmal wie ein Diamant von den Leuten kontrolliert, mit einer Lupe. Ob er ist wirklich komplett, vollständig. Und wie gesagt, wenn er vertretet die Familie, die Palmen, er vertretet bei diesem Strauß die Früchte, aber besonders die Zitrusfrüchte. Als Begleiten für diesen Strauß sehen wir wieder eine ganz andere Pflanze, wird genannt Hadas. Hadas bedeutet Myrte auf Deutsch und er, nach meinem Wissen, vertretet mehr die Familie, die Kräuter, die Gewürze, die duftige Pflanzen, die zusammengebunden wird mit diesem Strauß. Und als allerletzte, der wirklich hatte keine Vorteile, er weder hat einen Duft noch keine Früchte. Er vertretet hier die ganz armseligen, die ganz einfachen, die bescheidenen Pflanzen, das sind die Bachweiden. Aber sieht man, dass da läuft die ganze Zeit ein Motto, unsere Wasser. Gerade wir werden ab jetzt in unsere Gebete für die ganze Winterzeit, werden wir uns beim jedem jüdischen Gebet, werden wir uns der Wunsch von Gott für die Winterzeit, wo es relativ kurz in der Heilige Land, dass genug Wasser soll, weil um Gottes Willen, wenn es wäre leider ein trockenes Winter, das bedeutet in die nächste Sommer bleibt das Heilige Land dürre und trocken. Und deshalb übernehmen wir als Schätzung dieses Zeit die ganze Pflanzen, die miteinander verbunden und besonders morgen, bei dem Morgengebet, wenn wir werden rezitieren aus den Büchern die Psalmen und mit vielen Melodien und Gesang, werden die Männer beim Gottesdienst zusammenbinden diese Sträuße, diese Bund. Und sie werden da sogar in bestimmte Zitaten sogar das Wackeln und Schütteln. Und das sollte uns wieder auch mit dem Laubhüttefest, diese intensiv mit dem Thema Natur, Landwirtschaft und als Erntedankfest, besonders weil dieser Feiertag ist das letzte Feiertag, bevor der Winter anfängt. Tatsache, manche sehen das als sogar vier Körperteile, das ist der Wirbelsäule. Auf einer Seite wäre rein die Hadassim, die Myrten. Auf die andere Seite die zwei Bachweiden, die Harava, genannt auf Hebräisch. Es gibt eine sehr strenge religiöse jüdische Vorschriften. Also zum Beispiel allein nehme ich als Beispiel, das muss unbedingt, dass auf jedes drei Blättern wachsen,
Auf jeder Schicht wird unbedingt drei Blätter, die raufklettern. Der Lulav, der Palm, muss noch grün und frisch, aber trotzdem noch festgeschlossen sein. Das ist der jüngste Blatt von den Palmen. Und mit der anderen Hand halten wir die Zitrusfrucht, der Trog. Und bei bestimmten Gebeten, wie gesagt, werden sie uns begleiten. Besonders wenn wir uns die Quellen aus den Büchern, die Psalmen über das Natur und die Landwirtschaft des Landes, und es wird öfter geschockelt und gewackelt zum vier Himmelsrichtungen und so weiter, mit dem Wunsch und das Gebet Gottes, dass wir uns eine gesegnete und eine fruchtbare, also genug Wasser für das kommende Winter bekommen.